Tja, während die Jugend das Holz jetzt mittlerweile alleine macht, die haben eine schöne Einführung gekriegt. Also nicht so eine, sondern wie man die Gerätschaften bedient, haben wir uns jetzt komplett abgeseilt, ausgekapselt. Und ich habe Zeit, das letzte Video zu bearbeiten. Verabschiedung beim René und Carina. Und ja, dann geht es auf dem Heimweg. Da mache ich noch einen schönen Zwischenstopp beim Megges. Hau mir da noch den Kessel schön voll. Nimm noch ein paar Burgerchen mit nach Hause. Und ja, das war's dann. Also, bleibt dran. Schaut euch den Rest auch noch an. Und ja, ich guck, dass ich heute ja vielleicht was im Kessel mach wieder. Gut, also Leute, Film ab. Ja, machen wir hier noch eine kleine, ich drehe mich um meine eigene Achse Runde. Ein paar wunderschöne Tage gehen zu Ende. Leider, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, oder wie war das? Ich muss nach Hause. Ich werde noch einen schönen Zwischenstopp bei Megges machen und mir da einen von den neuen Burgern, was es da gibt, reinpfeifen. Aber da hole ich euch dann dazu. Tja, René, alte Hütte, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Michael, und Carina. Keine Ursache, immer wieder gern gesehen. Kannst jederzeit hier auftauchen. Ja, das ist jederzeit. Andrea natürlich auch. Ja. Also das nächste Mal kommst du mit, Andrea. Ja, ich hoffe, dass sie mitkommt. Ja. Ich freue mich auf alle Fälle aufs nächste Mal schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Oder wenn ihr zu uns kommt. Ja. Genau. Aber Leute, das sind wieder andere Geschichten. Jetzt eben noch mein Unterwegsvideo nach Hause mit dem Zwischenstopp. Megges. McAllister, was habt ihr gedacht? Doch nicht bei McDonald's hier. Okay, wir sehen uns dann an der Imbissbude. Bis nachher. René, ich hätt's zurück, wenn's du da jetzt irgendeinen Blödsinn machst, ja? Ich mach dich alle. Es dauert wirklich eine ganze Ewigkeit, bis man den Kerl los wird. Also den vom Hof runter zu schächen, das wird ein Problem. Das wird ein Problem. Hau ab jetzt endlich! Hau ab! Hau ab! Endlich geschafft. Mann, oh Mann. So. Dann sehen wir dich jetzt auch mal bei mir im Video. Hallo Michael! Lange hast du auf dich warten lassen. Du blöd Mann. Ja. Alles gut? Du filmst mal. Doch, Leute, Scheißverkehr gewesen. Etwas länger gedauert als gedacht. Naja, und jetzt bei Mac erst einmal. Kriegt er erstmal seinen Ananasburger. Ganz genau. So, und der kommt natürlich auch an diese Türe hin. Jetzt kann ich den Wagen wegschmeißen. Schnauze da drin. Um es mit Taki-Worten zu sagen. Ja, Taki weiß, wie es läuft. Der Sack. Was ist jetzt? Ja. Ja, da ist er ja schon. So, einmal dein schöner Ananasburger, wo du mich jahrhundertelang gelöchert hast. Et voilà. Sehr schön. Lass ihn dir schmecken. Dein Kaffee kommt noch. Super. Der sieht doch mal richtig gut aus. Und wie soll man das Riesenvieh essen? Mein Problem, ich weiß. Anaconda-Modus, sagt meine. Also du Granate. Ich hab das Ding ja jetzt geschafft. Musst du jetzt in meinem Video eine Kippe anzünden? Also das geht ja gar nicht. Habt ihr irgendwas gesehen? Aber jetzt möchte ich... Ich jetzt trotzdem, weil ich habe jetzt... Nein, jetzt habe ich extra nochmal neu angefangen, du Penner. Ist doch egal, das muss doch authentisch sein. Aber nicht mit Rauchen. So, du Granate, jetzt mal ernsthaft. Ja. War dieser Burger jetzt genau so, wie du, außerhalb meine Ananas, wie du da verkaufst? Der Chicken Burger, ja. Also es war jetzt bloß die Ananas zusätzlich für dich mit oben. Da war nichts extra. Ja, ein bisschen mehr Soße habe ich da drauf. Dann machst du mir jetzt bitte schön 10 Stück zum Mitnehmen und Einfrieren. Für 4 Euro.
10 Minuten ist Mittagspause. Nee, also. Der ist bescheuert, verkauft so einen Teil für lächerlich 4 Euro, also. Nee, da muss ich mal im Kopf lang. Tomaten sind eigentlich nicht mit oben. Okay, aber das Ding echt der Hammer. Ja, und ich werde mir noch welche für daheim mitnehmen. Für meinen Schatzi, weil ich weiß ja, die schmecken auch kalt. Und für die Kugelblitz-Patrizia. Ja, schauen wir mal, ob die dann auch noch einen mag. Deswegen habe ich noch 3 bestellt zum Mitnehmen. Aber 1000-mal besser als auf dem Königstein, auf der Festung. Kein Vergleich. Oh, ja. Wir ratschen jetzt noch ein bisschen. Dann schauen wir mal, ob ich noch vielleicht auf die Finger filme, während er noch einen weiteren Burger baut. Und das ja, wird teuer. Das Schellen kannst du haben. 2. 2 gleich, okay. Und dann ja, werde ich weiter nach Hause fahren. Knaller, jetzt mal ehrlich. Hast du jetzt für mich eine extra, mega extra Wurst gemacht mit dem Burger? Wenn die VIPs zu mir kommen, dann muss man ein paar extra Würste machen. Also normal, denke ich, ist der Burger ein klein bisschen kleiner. Also den Chicken Burger, so wie es du gehabt hast, es ist normalerweise der Bacon nicht oben, es ist normalerweise keine Tomate oben, es ist normalerweise kein Ananas oben. Aber alles, was du gern hast, habe ich dir da drauf. Oh, also der war so geil, der war so geil. Also den könntest du ja mindestens für 6, 7, 8 Euro auch verkaufen. So wie ja, es mir hingestellt hast. Ja. Brutal geil. Ich will ja nicht reich werden hier. Ich danke dir, was? Ich will nicht reich werden hier. Ja, da bist du selber schuld. Ich wäre schon mit YouTube reich. Dann denke ich einmal, wird es doch ein Mehrteiler bei mir, definitiv. Jetzt schauen wir den hier mal auf die Finger. Johnny's Burger Presse. Das Nonplusultra für jeden Foodtruck. Entschuldigung, Jelly würde sagen, es ist ja bloß eine Pommesbude, was ich hier habe. Ja, Proviant für deine Frau? Ja. Ja. Das ist der Erste, der hier in meinen heiligen Hallen filmt, außer mir. Außer dir? Ja. Ja, du weißt doch, ich bin meistens bei anderen der Erste. Ja, das stimmt. Und mache das zu deiner Zufriedenheit. Ja. Ja. Die Bands sind auch hervorragend. Mann, ich hätte aber wenigstens putzen können hier. So kurz nach dem Mittagsgeschäft. Ja, du hast doch gewusst, dass ich komme. Was mir erscheint. Ja, was machst du überhaupt für Burger? Mach mit der guten Simpler Soße. Mach 3 gute, wo ich mitnehmen kann. Ich weiß ja nicht, was du das letzte Mal für einen gemacht hattest. Das war der Deluxe Burger. Das ist quasi das Pardon zum McGrab von McDonald's. Nur, dass er halt. Okay, aber den konnte man so super kalt noch essen. Baust du den zusammen? So macht man das. Jo. Knusper, knusper. Okay. Und hier werden sie dann zusammengebaut. Sehen wir jetzt einfach mal hier so ganz mal schalten drüber. Magst du es eher sandig oder soll ich ihn waschen vorher? Mach mal schneller, sonst dauert das Video so lang. Mach mal Zeit drauf. Bist du schon so lange in YouTube unterwegs, musst du wissen, ich wie man das macht. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin neu. Ja. Mr. Ice Cream War. Ja. Na, wird der Arm schon schwer? Nö. Kamera liegt auf. Hallo. Das ist ja so ein Chaot. Habe ich alles von dir gelernt.
Echt? Damals in jungen Jahren. Ja, ja. Okay. Als wir beide noch süß waren, Michi. So. Ich glaube, ihr müsst schnell warten, damit gefilmt. Ja, komm. Für dich mache ich das jetzt nicht extra so schön. Nimmst du das alles mit auf das Video? Dann packen wir es dann noch schön im Pergament. Jo, immer Lunchpaket. Yeah. Gut. Ja, dann machen wir gleich noch das Finanzielle nachher. Und wir sehen uns auf alle Fälle hier gleich nochmal. Ja Leute, wohlgenährt werde ich jetzt wieder den Heimweg antreten. Geh nicht. Junge. Schön, dass du mich besucht hast. Hoffentlich kommst du jetzt auch bald wieder mal bei uns vorbei. Ich habe jetzt Wochenende mal frei. Ja. Also von dem her wird bald mal soweit sein. Ja. Also dann, wir sehen uns dann nochmal zu Hause. Mhm. Tschüss, Michi. Tsch. Puh, Leute, ich bin zu Hause. Eine Tankfüllung. Wieder über 500 Kilometer gefahren. Wunderbar. Ein tolles Wochenende. Eine tolle Woche ist zu Ende. Ich habe Gott sei Dank noch Urlaub und ich hoffe, euch haben die Videos Spaß gemacht. Das war, also jetzt schätze ich mal, das werden mindestens 2 oder 3. Und naja, Daumen nach oben, freundliches Kommentar, Abo. Tät mich alles freuen. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.